Mama, Papa, euer Sohn, der euch sehr dankbar ist, weil nach all den Jahren euch immer noch nichts auseinanderkriegt. Ich weiß, dass es nicht Standard ist. Ich kenn genügend, bei denen's anders ist. Wege nichts, alles auseinanderbricht, muss da nur meinen Sohn hin. Eine Anzahl von Emotionen, kaum in Sprache zu vertonen. Seine Mutter machte Schluss, weil sie einen anderen liebte. Dennoch mache ich mir Vorwürfe, warum das nur passierte. Wollte doch, wie ihr es mit mir getan habt, ihm meine Familie bieten. So ein guter Junge, warum sollte er sowas nie verdienen? Sagt mir, wo hat sich da bloß der Fehler eingeschlichen? Wann genau versagte ich so elendig beschissen? Ich verstehe das nicht, will's wissen. Hätte ich's anders machen können? Oder war's für ihn das Beste, dass ich Mama, Papa trennen? Denn wir beide kommen noch wunderbar zu zweit, klar, alleine. Ziehen das Familie bloß halt kleiner. Vom Fundament übers Dach dieser Welt, das was uns Halt gibt, die Kraft unserer selbst. Vom Fundament übers Dach dieser Welt, das was uns Halt gibt, die Kraft unserer selbst. Vielleicht lief's nicht immer ganz so, wie es mir für dich erträumte, doch letztendlich sind wir glücklich, dank dem Wir und in dem Heute. Und selbst kommen nochmal Zeiten, die uns beide wieder prüfen, geht die Reise immer weiter in dem Halt unserer Flügel. Vielleicht lief's nicht immer ganz so, wie es mir für dich erträumte, doch letztendlich sind wir glücklich, dank dem Wir und in dem Heute. Und selbst kommen nochmal Zeiten, die uns beide wieder prüfen, geht die Reise immer weiter in dem Halt unserer Flügel. Ich weiß noch, als mein Sohn 4 Jahre war und in die Kita ging, und in der Kita ging's grad ums Thema Familien. Ich brachte ihn grad hin und trug ihn dabei Huckepack. In der Kita Jacke, Schuhe ausziehen und dann Rucksack ab. Wünschte ihm einen schönen Tag, als er plötzlich Papa sagte. Und er fragte, wann er wieder eine Mama habe. Ich dann recht spontan, du hast doch, nein, die meine ich nicht. Unterbrach er, ich will eine, wie es bei anderen Kindern ist. Eine für uns beide, die mit uns unser Zuhause teilt. Er meinte, eine Frau, die bleibt, bemühe mich doch, das braucht halt Zeit. Sagte ich doch, wusste schon, das kann ich nicht versprechen. Kann vor keiner Frau verlangen, eine Mama zu ersetzen. Zum Glück war das nun die Phase, in der er langsam begriff, dass seine Familie anders als die häufig herkömmliche ist. Gewiss war das eine schwierige Zeit, aber sie ging vorbei, sind auch Familie zu zweit. Vom Fundament übers Dach dieser Welt, das was uns Halt gibt, die Kraft unserer selbst. Vom Fundament übers Dach dieser Welt, das was uns Halt gibt, die Kraft unserer selbst. Vielleicht lief's nicht immer ganz so, wie es mir für dich erträumte, doch letztendlich sind wir glücklich, dank dem Wir und in dem Heute. Und selbst kommen nochmal Zeiten, die uns beide wieder prüfen, geht die Reise immer weiter in dem Halt unserer Flügel. Vielleicht lief's nicht immer ganz so, wie es mir für dich erträumte, doch letztendlich sind wir glücklich, dank dem Wir und in dem Heute. Und selbst kommen nochmal Zeiten, die uns beide wieder prüfen, geht die Reise immer weiter in dem Halt unserer Flügel.